Ich denke, es war Kelly Kirk. Ich erinnere mich nicht, wer ihn interviewte, vielleicht Annie Curry, dass der Tod oder die Sterblichkeit durch Atemwegserkrankungen von Platz 8 vor 5 Jahren fast auf Platz 3 gestiegen ist. Das ist ungeheuer. Das bedeutet, dass die drittmeiste Todesursache in diesem Land jetzt die Atemwegserkrankung ist. Und man muss sich wundern, was in 5 Jahren passiert sein könnte, um diese Art von Krise, das ist das einzige Wort, das mir hier einfällt, kreiert zu haben. Also, dies ist etwas, das jeden, der atmet, und ich nehme an, das ist jeder, der diese Dokumentation sehen könnte, beunruhigen muss. Nicht nur wegen ihnen selbst, sondern auch wegen denen, die sie lieben. Dies ist nicht wie ein Exekutionskommando, wo jeder umfällt und man alles auf einmal beobachten kann. Dies ist eine sich steigernde Vergiftung, die sich in verschiedenen Menschen auf verschiedenen Arten demonstriert, abhängig davon, wie stark ihr Immunsystem war, als es begann, wie ihre genetischen Voraussetzungen sind und von vielen anderen Faktoren. Dies ist also etwas, das sich auf viele verschiedenen Weisen zeigen wird. Man wird, wie ich schon sagte, keinen Exekutionskommando-Effekt haben. Aber was man haben wird, ist über die Zeit hin mehr und mehr entkräftete Menschen, mehr und mehr Menschen, die sich unwohl fühlen, mehr und mehr jüngere Menschen, von denen ich jetzt ein bisschen sehe, in den 20ern, 30ern und 40ern mit Problemen, die wir niemals sahen in dieser Altersgruppe oder besser gesagt selten sahen. Als dies begann, vor 5,5, fast 6 Jahren, täglich rund um die Uhr, wussten wir, dass es vielleicht weitergehen würde. Ich weiß nicht wie lange, aber das pausenlose, massive Sprühen war während dieser Zeit. Ich sah hauptsächlich ältere, schwächliche Menschen und Kinder leiden und den Planeten verlassen. Aber jetzt sind wir auf der chronologischen Messlatte weiter nach unten und haben es mit normalerweise robusten Menschen zu tun. Teenagern, 20ern, 30ern, 40ern, 50ern, die eine Menge Entkräftungsprobleme haben. Ich weiß, dass allein in Albuquerque vor 5-6 Jahren 6-8% der Kinder asthmatisch diagnostiziert wurden. Heute mit sofortiger Wirkung sind es 70%. Es ist verheerend. Das sind Kinder. Ich möchte so jedem, der zuhört, sagen, eines der ersten und wichtigsten Dinge, die man tun kann, ist seine Medizin zu essen. Werdet das Junkfood los, werdet das leere und ausgelaugte Essen los und fangt an, wenn ihr könnt, euch mit Lebensmitteln aus biologischer Züchtung und biologischem Anbau zu ernähren. Gute, ganze, reine Lebensmittel. Schwächt es nicht in der Mikrowelle, das zerstört das Gute, das vielleicht gerade noch drin ist und viele Nährstoffe. Also fangt mit eurer Diät an, weil euer Körper unter einem Eingriff steht, der wahrscheinlich niemals zuvor in der Geschichte des Menschen gesehen wurde. Und um gesund zu bleiben und die, die ihr liebt, müsst ihr wirklich beginnen darauf zu achten, was ihr esst und welches Wasser ihr trinkt. Das ist die erste Verteidigungslinie. Ich ermutige die Menschen ebenfalls, ein gutes, ganz natürliches Vitamin- und Mineralergänzungsprogramm in Betracht zu ziehen, weil, nochmals, unsere Körper jedes kleine bisschen Hilfe brauchen, die wir ihnen in dieser Zeit geben können. Du weißt, es ist sehr interessant, eine der am häufigsten gestellten Fragen für die, die sich der Aerosol-Operation bewusst sind und davon wissen, ist, existiert dieses Sprühprogramm nur, um uns zu schaden? Und ich kann das nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Aber was ich sagen kann ist, wissen Sie, dass es uns schadet? Eindeutig. Das tun Sie zu diesem Zeitpunkt. Und so wundert sich einer, der in einem freien und demokratischen Land lebt. Warum würden die Menschen, denen wir vertrauen, die sich um uns kümmern und uns in Sicherheit halten, erlauben, dass dieses Ding weitergeht? Ich persönlich bin tief in mich gegangen und verbrachte viele schlaflose Nächte. Und ich konnte keinen plausiblen Grund finden, warum man aus irgendeinem Grund so vielen Menschen auf so dramatische Weise schaden könnte. Und so möchte ich sagen, wenn ihr, wie ich seid, wenn ihr dieses Land liebt, wenn ihr tief patriotisch seid, dann macht Gebrauch von dieser Freiheit, die uns hier in diesem schönen Land der Demokratie gegeben ist. Sorgt dafür, dass eure Stimme gehört wird. Fordert eine Erklärung. Fordert eine Diskussion, so dass wir entscheiden können, ob dies etwas ist, was wir in unserer Atemluft wollen.
Wir können es nicht einfach weiter ignorieren. Es wird nicht verschwinden. Es wird nicht einfach so verschwinden, bis die Menschen mit Bewusstsein und Konsequenz entscheiden, von der Couch aufzustehen und etwas zu tun. Und sie können entscheiden, was dieses Etwas ist. Denn wenn sie es nicht tun, während sie die Menschen um sie herum beobachten und ihre eigene Gesundheit anschauen und sie die Verschlechterung sehen, werden sie sich an irgendeinem Punkt fragen müssen: Mensch, warum habe ich nichts getan, als ich es konnte?